Alles hat hier am Set seine Ordnung. Erst den Namen eintippen, dann das Fotoshooting. Gar nicht so einfach, den rechten Move vor der Kamera zu finden. Eingeblendet werden diese Aufnahmen dann bei der Vorstellung vor dem jeweiligen Rennen. Naja, wenn ich schon im Fernsehen bin, möchte ich wenigstens gescheit aussehen. Ja, ich finde es schon wichtig, gerade vorm Rennen, dass dann die Leute auch wissen, wie ich wirklich aussehe und nicht, dass sie denken, was ist das für eine hölzerne Figur. Nicht nur gut aussehen, sondern auch das Gefühl muss stimmen. Franziska Hildebrandt hat vor der Saison etwas experimentiert und sich dann für eine neue Skimarke entschieden. Beim ersten Rennen dieser Saison, der Mixstaffel, waren die eigenen Beine noch etwas müde. Die neuen Ski aber haben die Feuertaufe bestanden. Der fühlt sich anders an vom Laufen. Der ist jetzt auch ein kleines bisschen länger als der alte. Und ist so im Gesamten irgendwie, der fühlt sich ein bisschen lebendiger an. Und ich hoffe, dass er mir dadurch noch mal so ein kleines bisschen mehr Kick verleiht. Apropos Kick, den gab es auch im letzten Winter durch den lang ersehnten ersten Weltcupsieg. Beim Sprint in Hochfilzen erfüllte sich Franziska Hildebrandt einen Traum. Dieses Gefühl des Triumphes macht aber auch irgendwie süchtig. Ich habe jetzt 2 Weltcup-Siege. Ich möchte gerne dort anknüpfen und auch an den anderen tollen Platzierungen vom letzten Jahr. Was so viel heißt, sie liebäugelt mit einer WM-Einzelmedaille. Mit Franziska Hildebrandt ist in diesem Winter auf jeden Fall zu rechnen.